Das wird hier die einzige Pyramide, wo die Spitze identisch zum Rest ist. Ah! Naja, zum Glück kamen vier raus. Aufpassen, Iro. Aufpassen. Fertig. Die Glowstone-Pyramide. Und daneben machen wir jetzt gleich die Pilzlicht-Pyramide. Die leuchten ja auch. Eine Fackel in der Mitte reicht. Was mache ich denn hier? Naja. So. Nummer 2 auf dem Feld hier. Dann mal Nummer 3. Aber ganz ehrlich, nein. Nein, nein, nein. Auch
Wenn er ebenfalls leuchtet, möchte ich dann trotzdem hier das mit den Glowstones obendrauf beibehalten. Da vorne fehlt übrigens einer, sehe ich gerade so im Rumspringen hier. Was ist das? Ist das Glas? Ach, das sind Spinnweben. Die sind sehr fein in diesem Pack. So, dass man sie vom Weiten kaum sieht. Ja, das sollte ich vielleicht nicht tun. Das kann ich mit den Resten gleich machen, aber jetzt vielleicht noch nicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen über. Ja, komm, machen wir kaputt. Die Level brauchen wir eh, um uns bald mal gescheite neue Verzauberungen anzulegen. So, jetzt kann ich das hier schön zusammenkraften, dann nimmt es auch wenig Platz weg. Naja, eigentlich, dadurch, dass jetzt überall Reste sind, nimmt es sogar viel mehr Platz weg. Naja. Kann man nichts machen. So, für eine haben wir noch Platz. Nehmen wir das Zeug hier auseinander. Dann können wir dich nämlich
auch abreißen. Euch mache ich nachher noch leer. Hier haben wir noch 6 Stück drin. Hier haben wir auch noch einiges drin. Euch nehme ich auch schon mal mit. Könnt nämlich dann schon mal hier mit rein.